27 Josef tut Leib- und Lesedienst. Kennt man das Lächeln und Augenniederschlagen unterer Leute, wenn einem aus ihrer Mitte, von dem sie es am wenigsten gedacht, mit scheinbarer Ungerechtigkeit das Haupt erhoben wird, ohne dass sie es begreifen, und wird abberufen zu hören? Dies Lächeln, einander ansehen und niedersehen, betreten, boshaft, neidisch und auch wieder nachsichtig, ja halb entzückt, einwilligend in die Laune des Glücks und der Oberen, nahm Josef in jener Zeit alle Tage wahr. Zuerst gleich damals im Garten, als es hieß, Montcalf wolle ihn sehen, gerade ihn unter allen, den Kletterjungen und Baumbestäuber, und dann immer wieder. Denn nun ging es an, und das Haupt wurde ihm erhoben auf mehrfache Weise. Dass er Potiphars nächster Diener ward und dieser danach allmählich sein ganzes Haus unter des Hebräers Hände tat, wie die Geschichte es aufstellt, das war schon alles vorbereitet und keimweise enthalten in den Worten Montcalfs und in dem Bunde, den er mit Josef geschlossen, und war fix und fertig darin, wie der langsam und jahrweise wachsende Baum es ist in dem Keime, so dass es nur Zeit brauchte, sich zu entfalten und zu erfüllen. Josef also bekam den Silberschurz und den Blumenkranz, welche die Liefertracht der Darreichenden ausmachten im Speisegemach, und in denen er, wie kaum gesagt zu werden brauchte, überaus günstig aussah. Denn so mussten diejenigen aussehen, die dem Petepre und den seinen beim Speisen aufwarten durften. Aber dieser Sohn einer Lieblichen stach noch durch höheren Schimmer, der nicht rein lieblich war, sondern worin Geistiges und Körperliches sich vermählten und einander erhoben, unter ihnen hervor. Er ward angestellt hinter Petepres Stuhl auf der Estrade, oder vielmehr zuerst bei der steinernen Plattform an der entgegengesetzten Schmalseite, wo auch die Wand mit steinernen Platten belegt war und ein Krug und Becher aus Erz ihren Platz hatten. Denn wenn die erlauchte Familie eintrat zur Mahlzeit, sei es von der Nordhalle her oder der westlichen, so musste ihr auf dieser Erhöhung, zu der eine Stufe führte, Wasser über die Hände gegossen sein. Und Josefs Teil war es, das Wasser über Potiphas kleine und weiße, mit Siegel und Käferringen geschmückten Hände zu gießen und ihm das wohlriechende Tuch zum Trocknen zu reichen. Während aber der Herr sich trocknete, musste er sachten Fußes über die Matten und bunten Wirkläufer des Saales hin, zum erhöhten Tritt gegenüber eilen, wo die Sessel der Herrschaft waren, der heiligen Eltern vom Oberstock sowie ihres Sohnes und Mut im Ennetz der Herrin. Hinter Potiphas Stuhl musste er treten, den Herrn dort erwarten und ihn bedienen mit dem, was andere Silbergeschürzte ihm zureichten. Denn Josef lief weiter nicht hin und her, die Dinge zu holen und wegzutragen, sondern andere gaben sie ihm, und er bot sie Pharaos Freunde, so dass dieser alles, was er wählte und aß, aus seinen Händen nahm. Das Speisegemach war hoch und licht, obgleich der Tag nicht unmittelbar, sondern nur von den anstoßenden Räumen her, besonders der westlichen Außenhalle, durch die 7 Türen hereinfiel, die es hatte, und durch die Fenster darüber, die schön durchbrochene Steinplatten waren. Aber die Wände waren sehr weiß und verstärkten den Tag, von gemalten Friesen umlaufen unter der ebenfalls weißen und von himmelblauem Gebälk durchzogenen Decke, an welches die bunten Häupter der hölzernen, blau bemalten, auf weißen Rundbasen stehenden Säulen des Saales stießen. Die himmelblauen Holzsäulen waren eine schöne Zierde, und zierlich und schön, voll heiteren Schmuckes und Überflusses, war alles in Potiphas täglichem Esszimmer. Die Sitze der Herrschaft aus Ebenholz und Elfenbein, geschmückt mit Löwenköpfen und mit gestickten Daunenkissen belegt, die edlen Lampenträger und 3 Füße zum Räuchern an den Wänden, die Standschalen, Salburnen und breitgehenkelten, blumenumwundenen Weinkrüge in ihren Gestellen und was sonst an Gerät und Zubehör vornehmer Bedienung in der Halle erglänzte. In ihrer Mitte stand eine umfängliche Anrichte, hoch aufbedeckt, wie Amunds Opfertisch mit Speisen, von denen die verbindenden Diener den unmittelbar Aufwartenden zureichten und deren es viel zu viele waren, als dass sie von den 4 Erhabenen auf der Estrade nur annähernd hätten verzehrt werden können, mit Rostgänsen, Bratenten und Rindskeulen, Gemüsen, Kuchen und Broten, mit Gurken, Melonen und syrischem Obst in üppiger Schaustellung. Ein kostbarer Tafelaufsatz aus Gold
tat sich inmitten der Esswaren hervor, ein Neujahrsgeschenk Pharaos an Petepri, darstellend ein Tempelhaus unter fremden Bäumen, in deren Zweigen Affen kletterten. Gedämpftheit herrschte im Saal, wenn Petepri und die Seinen zu Tische saßen. Die bloßen Sohlen der Dienenden blieben unhörbar auf den Belagen, und das Gespräch der Herrschaft war spärlich und leise vor wechselseitiger Ehrfurcht. Schonend beugten sie sich gegeneinander, gaben der eine dem anderen in den Pausen des Speisens die Lotusblüte zu riechen, führten sich auch wohl wechselseitig einen Leckerbissen zum Munde, und die zarte Behutsamkeit eines jeden gegen den anderen war beängstigend. Die Sessel waren paarweise aufgestellt, mit einigem Freiraum dazwischen. Petepre saß an der Seite derer, die ihn geboren, und Mut die Herrin neben dem alten Hui. Nicht immer war diese anzusehen, wie sie dem Josef auf dem Hofe zuerst erschienen, da sie vorüberschwebte, mit goldbestäubten Pudellocken, die ihr eigen Haar waren. Oft trug sie eine bis weit über die Schultern herabhängende Kunstperücke, blau, blond oder braun, in ganz kleinen Löckchen gearbeitet, mit Drehfransen unten besetzt und gekrönt, mit einem anliegenden Kranzgeschmeide. Die Haartour, halb einem sphinxhaften Kopftuch gleich, war herzförmig ausgebuchtet über der weißen Stirne, und ein paar Strähnen oder Quasten, mit deren einer die Frau zuweilen spielte, hingen beiderseits an den Wangen davon herunter. Noch eigens das eigentümliche Antlitz einfassend, in welchem die Augen sich mit dem Munde stritten. Denn jene waren streng, finster und langsam beweglich, diese aber geschlängelt und seltsam vertieft in den Winkeln. Die bloßen und weißen, wie von Ptachs Künstlern gemeißelten und polierten, man konnte wohl sagen, göttlichen Arme, mit denen die Herrin beim Speisen hantierte, waren nahebei nicht weniger bemerkenswert als von Ferne gesehen. Pharaos Freund aß viel mit seinem zierlichen Munde von allem Angebotenen, denn einen Fleischesturm hatte er zu unterhalten. Auch musste man ihm mehrmals bei jeder Mahlzeit aus der langhalsigen Kanne den Becher füllen, denn der Wein erwärmte ihm wohl das Gefühl seiner selbst und ließ ihn glauben, dass er trotz jenem Hohemheb ein rechter und wirklicher Truppenoberst sei. Die Herrin dagegen von einer zieren und auch sehr gezierten Leibsklavin umschwebt, an der es wie Spinnweb so dünn herunterfloss, worunter sie, dass nur Jakob, der Vater, es nicht gesehen hätte, so gut wie nackend war. Mut Emenet also bewies wenig Esslust, also dass sie nur zu kommen schien, weil's einmal Sitte und Zeremonie war. Sie nahm eine Bratente bis einmal obenhin in ihrer Brust, ohne den Mund viel zu öffnen, und warf sie ins Becken. Nun gar die heiligen Eltern, denen die törichten kleinen Mädchen aufwarteten, denn sie ertrugen und duldeten keine erwachsene Bedienung, diese quengelten und mängelten nur so herum und saßen ebenfalls nur aus Kultur zu Tische, da sie mit zwei oder drei Bissen von irgendeinem Gemüse oder Backwerk genug hatten und namentlich der alte Hui immer besorgen musste, dass sich gegen weiteres sein Magen aufheben möchte, zu kaltem Schweiß. Manchmal saß Besemheb, Gottlieb, der ledige Zwerg, auf dem Stufentritt zur Estrade, knabbernd zu Füßen der Herrschaft, obgleich er eigentlich seine Mahlzeiten an einer Art von Marschallstafel nahm, an der auch Montcalf selbst, Dudu, der Vorsteher der Schmuckkästen, Glutbauch, der Obergärtner und ein paar Schreiber, kurz, die gehobene Dienerschaft des Hauses, und bald auch Josef, genannt Osachsif, der chabirische Leibsklave, sich sättigten. Oder der Spottwesir führte in seinem Knitterstaat um die große Anrichte herum schnurrige Tänze auf. In einem entfernten Winkel kaute meistens ein alter Harfenspieler, der mit dürren Krummfingern sacht in die Saiten griff und undeutliche Murmellieder sprach. Er war blind, wie es sich für einen Sänger gehörte, und konnte auch etwas weissagen, obwohl nur stockend und ungenau. So ging es zu bei Petepres täglichen Mahlzeiten. Oft war der Kämmerer im Palast der Merimat jenseits des Stromes bei Pharao, oder er begleitete den Gott auf der königlichen Barke nilauf oder abwärts zur Besichtigung von Steinbrüchen, Bergwerken und Land- oder Wasserbauten. In solchen Tagen entfiel der Speisedienst und leer lag der blaue Saal.
war aber der Herr zugegen und die Mittagsmahlzeit unter vielen Bekundungen gegenseitigen Zartgefühls beschlossen, worauf die heiligen Eltern sich wieder hinaufstützen ließen in den Oberstock und ihre Schwieger, die Mondnonne, sich entweder in das Ruhegemach begab, das im Haupthause ihr gehörte, und von dem Schlafzimmer ihres Gemahls durch die große Nordsäulenhalle getrennt war, oder zwischen Vorantritt und Gefolge auf ihrer Löwentrage ins Haus der Abgeschlossenen zurückkehrte, so musste Josef dem Potiphar in eine der anstoßenden Hallen folgen, luftige Räume mit gemalten Nischen an ihren drei Wänden und offen vorn zwischen leichten Pfeilern. Jene nördliche breit vorgelagert im Speise- und dem Empfangszimmer, oder die westliche, die noch schöner war, weil sie auf den Garten, in die Bäume des Gartens und das erhöhte Lusthäuschen blickte. Dagegen hatte die andere den Vorteil, dass der Herr von dort den Wirtschaftshof, die Speicher und Ställe überblicken konnte. Auch war sie kühler. Hier wie dort gab es viele herrliche Gegenstände, die Josef mit dem Gemisch aus Bewunderung und zweifelndem Spott betrachtete, womit er die Hochgesittung Ägyptenlands ins Auge fasste. Geschenke von Pharaos Huld an seinen Kämmerer und Titelobersten, von denen das goldene Wunderwerk im Speisezimmer ein Beispiel war und die auf Truhen und Wandborte verteilt und an den Wänden aufgehängt waren. Kleine Statuen, in Silber und Gold ausgeführt oder aus Ebenholz und Elfenbein, welche alle den königlichen Spender Nebmare Amenhotpe, einen fetten und untersetzten Mann, in unterschiedlichen Ornaten, Kronen und Haartrachten zeigten. Erzene Sphinxe, die ebenfalls den Kopf des Gottes trugen, allerlei Kunstwerke in Tiergestalt, wie etwa eine laufende Elefantenherde, hockende Paviane und eine Gazelle mit Blumen im Maul. Kostbare Gefäße, Spiegel, Wedel und Peitschen. Vor allem aber Waffen, Kriegswaffen in großer Zahl und von allen Arten. Beile, Dolche und Schuppenpanzer, Schilde mit Fellen bespannt, Bogen und bronzene Sichelschwerter. Und man wunderte sich, wie doch Pharao, der zwar der Nachfolger großer Eroberer, aber für seine Person kein Mann der Schlachten mehr, sondern ein ewig planender Bauherr und reicher Friedensfürst war, seinen Höfling dermaßen mit Kriegsgerät hatte überschütten mögen, diesen Rubenturm, dessen Verfassung auch nicht darauf gerichtet schien, unter den Gummiessern und Sandbewohnern Blutbäder anzurichten. Schöne und bildlich ausgestattete Bücherschreine waren auch unter den Einrichtungsgegenständen der Hallen, und während Potiphar seine Fleischesmasse auf seinem Edelbettchen ausstreckte, das, zierlich schon an sich selbst, unter ihm noch gebrechlicher wirkte, trat Josef vor solchen Behälter hin, um Vorschläge zu machen von wegen der Lesung. Ob er die Abenteuer des Schiffbrüchigen drollen sollte auf der Insel Ungeheuer, die Geschichte von König Chufu und jenem Dedi, der einen abgehauenen Kopf wieder aufsetzen konnte, die wahre und zutreffende Geschichte von der Eroberung der Stadt Joppe dadurch, dass Tuti, der große Offizier seiner Majestät, Menchepere Thutmoses III., 500 Krieger in Säcken und Körben hatte hineinbringen lassen. Das Märchen vom Königskind, dem die Autoren geweissagt hatten, es werde durch ein Krokodil, eine Schlange oder einen Hund zu Tode kommen, oder was sonst. Die Auswahl war bedeutend. Peter Pre besaß eine schöne und vielseitige Bücherei, die sich auf die Schreine der beiden Hallen verteilte und sich teils aus unterhaltenden Einbildungen und scherzhaften Fabeln zusammensetzte, gleich dem Kampf der Katzen und Gänse, teils aus dialektisch anregenden Schriften von der Art des streitbaren und scharfen Briefwechsels zwischen den Schreibern Hori und Amenemone, aus religiösen und magischen Texten und Weisheitstraktaten in dunkler und künstlicher Sprache, Königsverzeichnissen von den Zeiten der Götter an, bis zu denen der fremden Hirtenkönige, mit Angabe der Regierungszeit eines jeden Sonnensohnes und Annalen geschichtlicher Denkwürdigkeiten, einschließlich außerordentlicher Steuererhebungen und wichtiger Jubiläen. Es fehlte nicht das Buch vom Atmen, das Buch vom Durchschreiten der Ewigkeit, das Buch »Es blühe der Name« und eine gelehrte Ortskunde des Jenseits. Potiphar kannte das alles genau. Wenn er lauschte, so war es, um das Bekannte wiederzuhören, wie man Musik wiederhört. Solches Verhalten zu dem Gebotenen lag umso näher,
als es bei der großen Mehrzahl dieser Schriftwerke auf sachliche und auf die Fabel fast gar nicht ankam, sondern alles Schwergewicht auf den Reizen des Stiles, der Seltenheit und Eleganz der Redeformen lag. Josef, seine Füße unter sich gezogen oder an einer Art von liturgischem Lesekatheder stehend, trug ausgezeichnet vor. Fließend, exakt, scheinbar ohne Anspruch, mit mäßiger Dramatik und so natürlicher Beherrschung des Wortes, dass das Schwierigste, Schriftlichste, auf seinen Lippen das Gepräge improvisatorischer Leichtigkeit und einer plauderhaften Mundgerechtheit gewann. Er las sich buchstäblich in das Herz seines Zuhörers hinein und zu näherem Verständnis seines nur der Tatsache nach bekannten Aufstieges in des Ägypters Gunst sind diese Lesestunden keineswegs außer Acht zu lassen. Oft übrigens entschlummerte Putifar bald überm Lauschen, eingelullt von der spröden, doch angenehmen Stimme, die so eben und klug zu ihm sprach. Oft auch wieder mischte er sich wachsam in die Lektüre ein, verbesserte Josefs Aussprache, machte sich selbst und den Vorleser auf den Kunstwert einer rhetorischen Floskel aufmerksam oder übte literarische Kritik an dem Vernommenen, dessen Meinung er, wenn sie dunkel war, auch wohl mit Josef erörterte, höchst angetan von des Jünglings Scharfsinn und exegetischer Anlage. Eine persönliche und gefühlsmäßige Neigung für bestimmte Erzeugnisse der schönen Kunst trat mit der Zeit bei dem Herrn hervor. Zum Beispiel die Vorliebe für das Lied des Lebensmüden zum Lob des Todes, dass er sich, wie die Tage von Josefs Lesedienst sich mehrten, oft und immer wieder von diesem vorsprechen ließ und worin der Tod mit vielen guten und zärtlichen Dingen sehnsüchtig gleichmäßigen Tonfalls verglichen wurde, mit der Genesung nach schwerer Krankheit, dem Duft von Myrren und Lotusblumen, dem Sitzen unterm Schutzsegel an windigem Tage, einem kühlen Trank am Gestade, einem Wege im Regen, der Heimkehr eines Matrosen im Kriegsschiff, dem Wiedersehen mit Haus und Herd nach vielen Jahren der Gefangenschaft und anderen Wünschbarkeiten mehr. So wie dies alles, sagte der Dichter, stehe vor ihm der Tod. Und Putifar lauschte seinen von Josefs sorgfältig formenden Lippen kommenden Worten, wie man einer Musik lauscht, die man genauestens kennt. Ein anderes Literaturstück, das ihn fesselte und öfters vor ihm gesprochen sein musste, war die finstere und schauderhafte Prophezeiung einreißender Unordnung in den beiden Ländern und wilder Herrschaftslosigkeit in ihrem Endgefolge, einer greulichen Umkehrung aller Dinge, also dass die Reichen arm und die Armen reich sein würden, welcher Zustand mit der Verödung der Tempel, der völligen Vernachlässigung jedes Gottesdienstes Hand in Hand gehen sollte. Warum Petepré diese Aufzeichnungen eigentlich so gern hörte, blieb ungewiss, vielleicht nur des Schauders wegen, der angenehm sein mochte, insofern vorläufig noch die Reichen reich und die Armen arm waren und es auch bleiben würden, wenn man Unordnung vermied und der Götter Opfer gut speiste. Er äußerte sich nicht darüber, so wenig wie er je über das Lied des Lebensmüden etwas anmerkte und auch über die sogenannten erfreuenden Lieder, als welches Honigworte und Liebesklagen waren, beobachtete er schweigen. Diese Romanzen drückten die Leiden und Freuden der verharrten kleinen Vogelstellerin aus, die nach dem Jüngling girrt und so dringlich wünscht, seine Hausfrau zu sein, damit immer da sein Arm auf dem ihren liege. Komme er nicht zu ihr bei der Nacht, so klagte sie in honigsüßer Sprache, so werde sie sein wie eine, die im Grabe liegt, denn er sei bei Gesundheit und Leben. Aber es war ein Missverständnis, denn auch jener für seinen Teil legte sich in seinem Schlafzimmer nieder und machte die Kunst der Ärzte zu Schanden mit seiner Krankheit, die Liebe war. Dann aber fand sie ihn auf seinem Lager, und nicht länger kränkten sie einander das Herz, sondern machten einander zu den ersten Leuten der Welt, Hand in Hand wandelnd mit heißen Wangen im Blumengarten ihres Glücks. Von Zeit zu Zeit einmal ließ Petepré sich das Gegirre lesen. Sein Gesicht war unbeweglich dabei, seine Augen langsam im Raum hin und her gehend, zeigten ein aufmerksam kaltes Lauschen, und niemals äußerte er Geschmack oder Missfallen an den Liedern. »Recht gut«, sagte Putifar, »und gleichsam mit dem Munde der Vogelfängerin und ihres Knaben sprichst du mir ihre Lieder. Sie gefallen dir wohl vor anderen?« »Mein Bestreben«, antwortete Josef, »deine Zufriedenheit zu erwerben
mein großer Herr, ist bei allen Gegenständen das Nämliche. Das mag sein, aber in solchem Bestreben, denke ich mir, wird aus dem Geist und Herzen des Lesenden eine mehr oder weniger wirksame Unterstützung zuteil. Die Gegenstände stehen uns näher oder ferner. Ich will nicht sagen, dass du das Buch besser liest als anderes. Das braucht nicht zu hindern, dass du es lieber als anderes liest. Vor dir, sagte Josef, vor dir, mein Herr, lese ich gern das eine wie das andere. Ja gut, allein ich möchte dein Urteil hören. Du findest die Lieder schön? Es war eine abgebrühte und hochmütig prüfende Miene, die Josef hier aufsetzte. Recht schön, sagte er mit gerümpften Lippen. Schön allenfalls und in Honig getaucht nach allen ihren Worten. Etwas zu einfältig indessen vielleicht, eine Spur zu sehr. Einfältig? Aber das Werk der Schrift, welches das Einfältige vollkommen aussagt und meisterhaft darstellt das Musterhafte, wie es immer ist zwischen den Menschenkindern, das wird durch unzählige Jubiläen bestehen. Deine Jahre berufen dich zu beurteilen, ob diese Reden das Musterhafte musterhaft wiedergeben. Es mutet mich an, erwiderte Josef mit Abstand, als ob die Worte dieser Netzestellerin und des bettlägerigen Jünglings das musterhaft Einfältige wohl recht zutreffend mitteilen und haltbar befestigten. Mutet's dich nur so an? Fragte der Wedelträger. Ich rechnete auf deine Erfahrung. Du bist jung und bist schön von Angesicht, aber du sprichst, als wärest du niemals für dein Teil mit so einer Netzestellerin im Blumengarten gewandelt. Jugend und Schönheit, versetzte Josef, mögen auch wohl einen strengeren Schmuck bedeuten als den, womit jener Garten die Menschenkinder kränzt. Dein Sklave, Herr, weiß ein Immergrün, das ein Gleichnis der Jugend und Schönheit ist und dein Opferschmuck auch zugleich. Wer es trägt, der ist aufgespart, und wen es schmückt, der ist vorbehalten. Du sprichst von der Myrte? Von ihr. Die meinen und ich, wir nennen sie wohl das Kräutlein, rühr mich nicht an. Trägst du dies Kräutlein? Mein Same und Geschlecht, wir tragen es. Unser Gott hat sich verlobt und ist uns ein Blutsbräutigam voller Eifer, denn er ist einsam und brennt auf Treue. Wir aber sind wie eine Braut seiner Treue geweiht und aufgespart. Wie, ihr alle? Grundsätzlich alle, mein Herr. Aber unter den Häuptern und Gottesfreunden unseres Geschlechtes pflegt Gott sich einen auszuersehen, der im Verlobtsein noch besonders im Schmucke geweihter Jugend. Dem Vater wird's zugemutet, dass er den Sohn darbringe als Ganzopfer. Kann er's, so tut er's. Kann er's nicht, so wird's ihm getan. Ich kann nicht gut davon hören, sagte Potiphar, sich auf seinem Lager hin und her wendend, dass einem etwas getan wird, was er nicht will und nicht kann. Sprich, Osasif, von etwas anderem. Ich kann es gleich abmildern, das Gesagte, versetzte Josef, denn einige Nachsicht und Erbittlichkeit waltet wohl ob beim Ganzopfer. Da es nämlich geboten ist, ist's auch verwehrt und zur Sünde gesetzt, also, dass das Blut eines Tieres eintreten soll für das Blut des Sohnes. Was für ein Wort brauchtest du da? Gesetzt wozu? Zur Sünde, mein großer Herr, zur Sünde gesetzt. Was ist das, die Sünde? Eben dies, mein Gebieter, was gefordert ist und doch verwehrt, geboten, aber verflucht. Wir wissen so gut wie allein in der Welt, was die Sünde ist. Das muss ein beschwerlich Wissen sein, Osasif, und scheint mir ein leidvoller Widerspruch. Gott leidet auch um unserer Sünde willen, und wir leiden mit ihm. Und wäre, fragte Potiphar, wie ich anfange zu verstehen, auch wohl das Wandeln im Garten der Netzestellerin nach eurem Sinne eine Sünde? Es hat einen starken Einschlag davon, mein Herr, wenn du mich fragst. Entschieden, ja, ich kann nicht sagen, dass wir es sonderlich lieben, obgleich wir solche Lieder wie die Erfreuenden zur Not wohl auch noch zustande brächten. Der Garten da, nicht, dass er uns Scheolsland wäre geradezu, ich will nicht zu weit gehen, er ist uns kein Greuel, doch eine Scheu und ein dämonisch bereichern Spielraum verfluchten Gebotes von Gottes Eifersucht voll. Zwei Tiere liegen davor, Scham heißt das eine, das andere Schuld. Und noch ein drittes blickt aus den Zweigen, des Name ist Spottgelächter. Nach all dem, sagte Petitpré, fange ich an zu verstehen, warum du die erfreuenden Lieder einfältig heißt. Dennoch kann ich nicht ganz umhin zu denken, dass es sonderbar steht und lebensgefährlich um ein Geschlecht, dem das musterhaft Einfältige eine Sünde ist,
und ein Spottgelächter. Es hat seine Geschichte bei uns, mein Herr, es steht an seinem Platz in der Zeit und in den Geschichten. Das Musterhafte ist zuerst und dann geht's mehrfältig zu. Es war ein Mann und Gottes Freund, der hing einer Lieblichen an so stark, wie er Gott anhing, und war eine musterhafte Einfalt mit dieser Vätergeschichte. Gott aber nahm sie ihm im Eifer und tauschte sie in den Tod, daraus sie dem Vater hervorging, in anderer Beschaffenheit, nämlich als Jünglingssohn, indem er nun liebte die Liebliche. Also hatte der Tod aus der Geliebten den Sohn gemacht, in dem sie lebte und der ein Jüngling war, nur Kraft des Todes. Aber die Liebe des Vaters zu ihm war eine durch das Todesbad gewandelte Liebe. Liebe nicht mehr in Lebens-, sondern in Todesgestalt. Da sieht mein Herr, dass es schon mehrfältiger zuging in der Geschichte auf allen Seiten und weniger mustergültig. Der Jünglingssohn, sagte Putifar lächelnd, war wohl derselbe, von dem du zu weitgehender Weise sagtest, seine Geburt sei jungfräulich gewesen, nur weil sie im Zeichen der Jungfrau geschah? Vielleicht bist du, Herr, in deiner Güte geneigt, erwiderte Josef, nach dem Gesagten den Vorwurf zu mildern oder ihn gnädig aufzuheben sogar, wer weiß. Denn da der Sohn ein Jüngling ist, durch den Tod nur die Mutter in Todesgestalt und ist, wie es geschrieben steht, am Abend ein Weib, am Morgen aber ein Mann, kann da nicht, wenn du's erwägst, von Jungfräulichkeit mit allerlei Fug die Rede sein? Gott hat erwählt meinen Stamm und alle tragen den Opferschmuck der Verlobten. Aber der eine trägt ihn noch einmal und ist vorbehalten dem Eifer. Lassen wir's, sagte der Kämmerer, auf sich beruhen, mein Freund. Wir sind weit abgekommen im Plaudern vom Einfältigen aufs Mehrfältige. Wenn du drum bittest und einkommst, so will ich den Vorwurf mildern, ja, ihn zurückziehen bis auf ein Restchen. Lies mir nun etwas anderes. Lies mir die Nachtfahrt der Sonne durch die 12 Häuser der Unterwelt. Das hörte ich lange nicht, obgleich einige sehr schöne Sprüche und erlesene Worte darin eingefasst sind, nach meiner Erinnerung. Und Josef las die Unterweltsreise der Sonne mit großem Geschmack, so dass Putifar unterhalten war. Das Wort ist am Platze, denn unterhalten wurde durch des Lesenden Stimme und durch das Vorzügliche, dem er sie lieh, das Wohlgefühl, mit dem das vorige Gespräch den Zuhörer erfüllt hatte, unterhalten, wie man die Flamme des Opfersteins unterhält, indem man sie speist von unten und Gutes hineinstreut von oben, dies Wohlgefühl, das der hebräische Sklave dem Freunde Pharaos immer aufs Neue zu erregen wusste und das dem Vertrauen gleichkam, sei es dem in die eigene Person oder in die des Dieners. Auf das Vertrauen kommt's an, das Putifar fasste zu Josef in doppelter Hinsicht, und auf das Wachstum dieses Vertrauens, und es ist darum, dass wir auch dieses Zwiegespräch wenigstens noch, dessen in früheren Fassungen der Geschichte so wenig gedacht ist, wie der Prüfung im Palmengarten, hier genau wiederhergestellt haben. Wir können nicht alle Unterhaltungen anführen, in denen das Wohlgefühl dieses Vertrauens Nahrung erhielt und zudem gerade unbedingter Vorliebe erstarkte, die Josefs Glück machte. Genug, dass wir mit einigen treffenden Beispielen seine Methode kennzeichnen, dem Herrn zu schmeicheln und ihm dienend behilflich zu sein, gemäß dem Bunde, den er mit dem guten Montcalf geschlossen hatte, um Putifars Willen. Ja, ohne Furcht vor der Kälte, die davon ausgehen mag, können wir das Wort Methode hier einsetzen, da wir ja wissen, dass Berechnung und Herzlichkeit in Josefs Kunst, den Herrn zu behandeln, auf vollkommene verwandte Art ineinander liefen, wie in seinem Verhältnis zu höheren Einsamkeiten. Kann denn auch, fragen wir außerdem, Herzlichkeit je ohne Rechenkunst und kluge Technik auskommen, wenn es ihre Verwirklichung gilt, beispielsweise in der Erzeugung vertrauenden Wohlgefühls? Selten ist Vertrauen unter den Menschen, aber bei Herren von Potiphas Fleischesbeschaffenheit, Titelherren mit einer Titelherrin an ihrer Seite, bildet ein allgemeines und unbestimmt eiferndes Misstrauen gegen alle, denen nicht wie ihnen geschehen sogar alles Lebensgrund, daher der nicht so geeignet ist, sie mit dem ungewohnten und darum desto beglückenderen Gefühl des Vertrauens zu beschenken, wie die Entdeckung, dass einer aus der beeiferten Gesamtheit ein strenges Grün im Haare trägt, welches seine Person des üblichen, beunruhigenden Charakters tröstlich entkleidet.
Es war Berechnung, es war Methode, dass Josef dem Potiphar diese Entdeckung gewährte. Wer aber meint, er müsse Anstoß nehmen daran, möge von dem Vorteil Gebrauch machen, dass er die Geschichte, die wir erzählen, schon kennt und sich vorausschauend erinnern, dass Josef das so erzeugte Vertrauen nicht etwa täuschte, sondern ihm im Sturm der Versuchung wahrhaftige Treue hielt, dem Bunde gemäß, den er mit Mundkaf bei Jakobs Haupt und nebenbei noch bei Pharaos Leben geschlossen hatte.